Was geht ab, Freunde? Wir machen weiter mit der nächsten Reaction und zwar zu dem neuen Song von Kontra K, Freunde, Sonne. Viele Leute haben mich immer gefragt, yo, Digga, wo bleiben eigentlich Reactions zu Kontra K? Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe irgendwie einmal damals auf ihn reagiert, das wurde dann gesperrt und da gab es irgendwie so ein paar Probleme. Und ja, danach hatte ich die Sachen immer privat gehört. Ich finde, und das ist irgendwie genauso wie bei Dadan bei mir, ich habe den jetzt nie oder ich höre den jetzt nicht so todesoft die Songs an, aber ab und zu schon. Und ich finde irgendwie, rein vom Musikalischen her, finde ich, ist er einer der Besten in Deutschland. Also es gab so geile Songs auch von ihm, zum Beispiel Fame mit Raff zusammen war übelst heftig. Ich glaube, den habe ich wirklich so am meisten von ihm angehört, aber auch sehr viele andere geile Songs, Digga. Ja, das sind nice Songs und was soll man dazu sagen, Freunde? Wir starten rein. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht gesperrt wird und dass vielleicht gleich online kommt. Das wäre natürlich heftig, Freunde. Ansonsten, wir sind auf dem Weg zu mittlerweile 6000 Abos, 140 fehlen. Lasst gerne ein Abo da, Digga. Wirklich, ich küsse euer Herz an jeden, der Abo da lässt. Let's go. Okay, Video, was soll man sagen, Freunde? Ciao Casado, Digga, das Video wird krank. Und sieht man auch schon. Macht der Block mich krank? Dann guck ich schon. Digga, dieser Einstieg. Dieser Einstieg alleine. Dann spiel ihn nochmal von vorne. Mann, ich kann dich nicht schaffen. Digga, was ist das für ein Blockbuster, Digga? Was ist das für ein Film, das Video, Mann? Also, man kann bei dem Videoproducer einfach nur geisteskranke Videos erwarten, so, aber Digga, er hatte immer mega gute Musikvideos, das muss man sagen. Also, die Videos bei ihm waren schon immer echt sehr, sehr gut. Da kann man nichts sagen, aber ey, wie das aussieht mit diesen ganzen Lava, das erinnert mich gerade irgendwie voll so an Town aus Black Ops 2, Zombie-Modus. Schreibt mir in die Kommentare, wer das kennt. Ich hoffe, ihr kennt das alle. Denn ich hab meine Leute, hab alle meine Leute schon hier. Tempo 300 und das schon seit Jahren. Zu viel PS und damit meine ich nicht den Scheißwagen. Zu viel Hype, leider zu viel Hype um nix. Man, zu viele schreiben Hits, aber ohne was zu. Ich finde, der Beat ist auch nice, ja. So, das Sample an sich klingt geil davon. Sagen alles Gangster auf der Straße, aber kaufen mehr Security. Als Menschen vor der Bühne, meine Fans sind wie Soldaten. Der 14.000 Menschen pro Stadt, teilen die Werte, die ich fühle, Mann. Was für Image, das ist Sound, den ich mag. Also besser, du pass auf, was du sagst. Lebt nicht in Interviews, sondern in meinen Songs und bezahle. Also die Idee mit den Haien und so ist auch geil. Bringt halt eine zweite Location rein, die nicht so viele Orange- und Rottöne und so beinhaltet, sondern halt eher so schwarz und weiß und mehr eigentlich nicht. Ja, das Video, Digga, das ist ein geisteskranker Blockbuster einfach. Was soll man dazu sagen, Mann? Heftig. Meine Songs und bezahle mit meinem Blut jedes Wort. Macht der Block mich krank, dann guck ich hoch in die Sonne. Tönt der Sound die Chance. Dann spiel ihn noch mal von vorne. Mann, ich kann dich nicht schaffen. Ich finde, in seinen Songs, ne, ist immer so eine kranke Energie einfach am Start. Das ist heftig und das ist halt auch das, was die Leute immer motiviert. Also, das ist so eine, ja, komplette Standardaussage, die jeder irgendwann mal wahrscheinlich über ihn getroffen hat, aber das ist einfach Motivationsmusik so. Das, natürlich motiviert einen das. Also, keine Ahnung. Und die Texte bei ihm, muss man auch sagen, die beinhalten halt oft einfach auch mehr Inhalt als gefühlt, ja, 10 andere Songs. Ohne jetzt irgendwen zu nennen oder so. Wir nennen keine Namen, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also spar dir die Worte. Denn ich hab meine Leute, hab alle meine Leute schon hier. Ich lebe in deinem Neid, aber nicht in deiner Liebe. Aber wohne mietfrei in deinem Kopf. Ich lebe für meine Jungs, weil ich ihnen. Okay, die Line war nice, ja. Mit diesem, ich lebe in deinem Neid, nicht in deiner Liebe. Doch ich wohne mietfrei. In deinem, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich schwöre, ne, wenn es um sowas wiederholen geht, Digga, das verkackt man gefühlt jedes Mal. Aber ihr habt die Line gehört, nice Line. Ich lebe für meine Jungs, weil ich ihnen Energie gebe und alle diese Lügen sind nicht unser Job. Ich bleib mit beiden Füßen unten am Block. Glaub nicht an eure Realness, sondern an Gott. Acker hat für meine Ziele, Bruder, was sonst? Und es gibt keinen, der das stoppt. Schon komisch, wie Charakter sich verändert, wenn es Geld gibt. Werden Goldchronographen zu deinem Weltbild, doch ich gebe keinen Fick auf dein. Boah, auch nice. Das ist das, was ich meine. Das sind einfach viele, ja, Real Talk-Texte so. Ich habe vorhin schon Fame angesprochen und das geht, finde ich, sogar textlich auch an dieser Stelle wieder voll in die Richtung von da. Damals war das, wie ging die Line nochmal? Gold am Arm hält nachts nicht warm oder so und solche Lines. Ey, das ist halt mal wirklich eine Message so. Verstehst du? Er gibt den Leuten was mit und ja, auch hier gerade die Line, wir hören die nochmal. Acker hat für meine Ziele, Bruder, was sonst? Und es gibt keinen, der das stoppt.
schon komisch, wie Charakter sich verändert, wenn es Geld gibt. Werden Gold. Ist schon komisch, wie Charakter sich verändert, wenn es Geld gibt. Und dann das jetzt mit den Chronographen zu dem Weltbild. Ja, das ist halt, es ist halt einfach true, Digga. Was soll man dazu sagen? Die Leute machen sich so viel Gedanken mit diesen Uhren. Diese eine Munich Wristbuster-Seite. Digga, ich schwöre, das ist auch so ein Zungenbrecher, das auszusprechen. Die hat einfach gerade komplett Deutschrap hops nimmt so. Aber da sieht man, wie wichtig das den Leuten auch ist, so. An sich mit so einer Uhr so zu zeigen halt. So, keine Ahnung. Ich meine, er hat das wahrscheinlich auch alles und genauso viel wie die anderen im Endeffekt. Aber das ist halt das Coole. Er vermittelt halt nicht so, yo, kauf dir noch mehr Uhren und kauf dir noch mehr Autos und so, sondern er sagt so mäßig, ey, unterm Strich ist das auch nichts wert so oder mach dich nicht zu einem besseren Menschen. Und das, finde ich, ist halt auch nice, dass wenigstens jemand gibt, der sowas auch mitgibt. So, das sollte jedem klar sein, hoffe ich zumindest mal, wer wirklich oder wessen Weltbild wirklich aus so einer Uhr besteht. Ich will nicht sagen, der ist verloren, aber irgendwie halt leider schon. Chronographen zu deinem Weltbild, doch ich geb keinen Fick auf deine Follower und Fake-Klicks, solange ich immer noch ich selbst bin. Ja, Fake-Klicks auch nochmal angesprochen, so. Generell finde ich so, dieses ganze Zahlenthema wird halt viel zu krass überbewertet einfach. Und das ist das Problem bei vielen Leuten, die bewerten Sachen gar nicht mehr danach, ist das gut oder ist das schlecht, sondern die sehen, ey, das hat viele gute Bewertungen oder viele schlechte, je nachdem. Auf diese Seite stellen die Leute sich dann. Und das sieht man auch immer wieder. Zum Beispiel bei Mois, der Song wurde gehatet. Auf einmal, Digga, jeder geht drauf und hatet das einfach. Die Leute, die ihn gefeiert haben, haten das auf einmal. Und auch an sich so dieses Ding, was die Leute irgendwie im Kopf haben leider, von wegen etwas ist nur gut oder ein Video ist nur gut, wenn es viele Klicks hat. Das ist halt Bullshit einfach und das ist eigentlich traurig. Oder dass die Leute auch immer, wenn zum Beispiel jetzt Abonnentenzahlen oder so noch relativ, oder was heißt relativ, aber noch kleiner sind, die Leute dir einfach nicht so voll gönnen wie jemanden, der eh schon viele Abos hat, sondern die dich irgendwie immer noch so klein halten wollen und so. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eigentlich so traurig und so schade einfach. Macht der Block mich krank, dann guck ich hoch in die Sonne, tritt der Sound die Chance, dann spiel ich nochmal von vorne. Mann, ich kann dich nicht schaffen. Boah, mega nice, auch mit diesem Feuer und so, was da gesprüht wird. Einfach geile Atmosphäre. Ich finde sogar irgendwie diese Szenen da, die sind sogar mit am geilsten eigentlich. Also es ist jetzt natürlich eine gewagte Aussage bei so einem Video. Teilweise mit den Häusern gerade da vorne, diese Szenen hier, ne, das war mir sogar ein bisschen too much, muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Aber grundlegend mega gute Arbeit geleistet. Der Beat davon, typischer Contra-K-Beat, braucht man nicht drüber reden. Ja, und ansonsten stabil, geile Messages mit drin, coole Lines, einfach nice. Spar dir die Worte, denn ich hab meine Leute, hab alle meine Leute schon hier. Ein wenig Dreck, aber zu viel Herz, statt altem Hass, lieber Loyalität, das bisschen Pech, zu wenig Liebe. Auch cool, am Ende der Fokus halt voll auf seiner Stimme nur noch. Ja, der Beat so mäßig komplett eigentlich gerade nicht, so mäßig nicht vorhanden. Nur so ganz leicht dieser Sound im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, wie man den beschreiben soll oder was das genau ist. Ja, aber klingt auf jeden Fall irgendwie interessant. Und nicht das Geld macht den Mann, der hier steht. Nice. Ja, das ist auch eine geile Message wieder. Ich will es nicht immer zu viel mit Fame vergleichen, aber ich finde so irgendwie vom Thema her passt das auch, wenn es viele andere Songs gibt, die genauso passen würden. Aber wir haben halt mit Fame schon jetzt angefangen. Deswegen, da war es zum Beispiel so, die Rolex am Arm, die sich einfach aufgelöst hat und einfach wieder weg war. Und hier, fliegt die dem Hai ins Maul rein. So, das sind halt geile Aussagen. Es ist eigentlich schade, dass es nicht mehr Leute gibt, die sowas vermitteln. Ich finde, sowas kommt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise einfach immer zu kurz so. Ja, weil die ganzen anderen Rapper halt eben genau das Gegenteil irgendwie vermitteln, auch wenn die das vielleicht selbst auch gar nicht unbedingt so, ja, also ihr Weltbild ist, besteht, also zum Beispiel von Kapi, das Weltbild besteht wahrscheinlich nicht aus Uhren, nur weil er einen Song hatte, der Rolex heißt, aber an sich so, glaube ich, gerade auch vielleicht jüngere Leute, aber ich kenne da auch, ich bin da ganz ehrlich, ich kannte auch Leute so, die haben wegen sowas schon da krassen Wert drauf gelegt und wollten unbedingt sowas haben und ja, wie gesagt, es ist halt einfach, ja, das sind halt einfach materielle Sachen so und die sind unterm Strich auch einfach im Prinzip nichts wert und es gibt vieles Wichtigeres und ich sage euch das nicht, weil ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Scheiße hier labern will in dem Video oder so, sondern das ist das Coole auch, ihr seht, bei so einem Video, man kommt auf einen ganz anderen Talk, bei den anderen Videos haben wir überhaupt nicht über sowas geredet, so, das, bei Samra sage ich geiler Lambo so, wisst ihr, und hier sage ich halt geil mal so ein eine gegensätzliche Message wieder zu hören.
Nice. Auch geil, dieses Wolf-Geräusch hier am Ende nochmal passen natürlich zu den Szenen gerade auch hier, ja. Cool. Geiler Song, Freunde. Ich glaube, ich habe genügend dazu gesagt. Wir sind aber über 10 Minuten jetzt bei einem Lied, was nur nicht mal 3 Minuten geht. Ich sehe die Kommentare schon wieder, ist mir aber egal, Freunde. Denn ich sage wie immer so viel dazu, wie ich möchte, wie viel mir einfällt. Und ich glaube, ich habe das jetzt, oder ich hoffe, dass jetzt keiner behauptet, dass ich das irgendwie gestreckt hätte oder so. Einfach einen nicen Talk gehabt, Freunde. Geiles Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, checkt den Song gerne ab hier. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video gleich wieder. Bis dann, Freunde. Ciao.